Mara Liebrecht macht einen Überraschungsbesuch bei ihrem Freund Finn, der im Haus seiner verreisten Eltern für eine Prüfung lernen wollte. Als niemand öffnet und die Studentin sich mit einem Zweitschlüssel Zugang verschafft, kommt es zu einem folgenschweren Unglück. Finn? Schatz, hallo. Bist du nicht hier unten? Hm. Komisch. Hallo. Schatz. Hallo, wer sind Sie denn? Oh mein Gott. Hallo, oh Gott. Ich rufe den Krankenwagen. Ich wollte das doch alles gar nicht. Ich kam in das Haus und sah das Mädchen dann auf einmal. Sie hat sich vermutlich durch mich erschreckt. Aber das war doch alles gar keine böse Absicht. Wer ist das Mädchen und vor allem, wo ist Finn? Jetzt auf Streife, die Spezialisten. Mara kann ihren Freund Finn auch telefonisch nicht erreichen und fragt sich, ob die unbekannte Frau eine Einbrecherin sein könnte, die überstürzt die Flucht ergreifen wollte. Mara hat daher nicht nur den Rettungsdienst zur Hilfe gerufen, sondern auch die Polizei. Hallo. Hallo. Mara Liebrecht, mein Name. Was passiert? Ich weiß es nicht. Die Frau, die stand oben am Badezimmerfenster und okay. Als ich sie bemerkte, Monitor weiter. Ist sie vom Dach gefallen. Okay. Hallo, Rettungsdienst. Bitte nicht bewegen, ja? Hallo. Hallo. Ist sie jetzt hier vom Dach gestürzt? Ja, genau, richtig, von da oben. Okay, von da oben runter? Ja. Beim Eintreffen an der Einsatzstelle haben wir eine junge Dame auf dem Bauch liegend vorgefunden, bedingt ansprechbar. Wie der erste Eindruck halt auch schnell hergab, ist die Dame hier vom Dach gefallen. Ich kenne die Frau leider auch nicht. Georg Puls ist da. Wollen wir sie vielleicht gleich aufs Beinbord drehen? Dann müsst ihr einmal den Wagen ein Stück zurückfahren. Ja. Und dann holen wir gleich die Trage raus und drehen sie aufs Beinbord drauf, oder? Ja. Ja, initiale Untersuchung war jetzt ein bisschen schwierig wegen halt der Bauchlage. Somit war es halt nötig, die Dame relativ zügig zu drehen, um sie halt auch wirklich vernünftig untersuchen zu können. Bei solchen Stürzen, gerade aus solcher Höhe, geht man halt davon aus, dass eventuell innere Organe verletzt sind, aber mit Sicherheit halt auch eine Wirbelsäulenbeteiligung besteht. Und weil hier auch schon eine Kopfplatzwunde zu sehen war und die wegen der bedingten Ansprechbarkeit auch mit Sicherheit ein Schädelhirntrauma. Ich habe jetzt geguckt, obere, untere Extremitäten scheinen soweit. Hier ist Blut, vermute mal irgendwie eine Kopfplatzwunde wahrscheinlich. Hast du den Kopf? Ne? Ja. Okay. Vorsicht. So, ja. Schauen Sie bitte gerade noch mal drauf. Vorsicht, die Beine. Auch massiv rumziehen. Okay, Vorsicht. Legen wir den Stiffneck an. Ja. Oh, sie hat jetzt. Wow. Schau mal hier, Kopf. Ich wollte gegenüber Frau Liebrecht jetzt nicht unsensibel sein, aber die Aufmachung der fremden Dame in Dessous und Bademantel ließ natürlich den Rückschluss zu, dass es sich hier nicht um eine Einbrecherin handelt, sondern eventuell der Finn eine Affäre mit der Dame hat. Sie ist ja Gott sei Dank so leicht bekleidet, da braucht man nichts aufschneiden. Also die unteren Extremitäten scheinen auch in Ordnung zu sein. Okay, unten an den Beinen, am Knie, ansonsten aber nur so Schürfwunden oder so. Aber genau, sie hat leichter oberflächliche Schürfwunden. Sie scheint die Kopfplatzwunde da zu haben. Okay, Pupillen beidseits, Isochor, alles okay. Okay, also zum einen Verdacht auf Schädelhirntrauma. Durch den Sturz, Polytrauma. Ja, genau. Polytrauma und Schädelhirntrauma. Ja, bei solchen Unfallgeschehen ist es natürlich wichtig, den Patienten nicht mehr unnötig zu bewegen, um halt eventuell Verschiebung in der Wirbelsäule zu vermeiden, was dann zu massiven Spätfolgen führt, die wir natürlich vermeiden möchten. Ja, und dann halt weitere Maßnahmen durchführen, aber halt immer darauf achten, nicht unnötig und auch nicht zu schnell zu bewegen. Aber was mich so ein bisschen komisch stimmt, ich sehe jetzt hier, was das drunter hat, sehen Sie ja aus, sind Dessous. Und wenn Sie gesagt haben, ihr Freund lernt drin, also wie eine Nachhilfelehrerin sieht es ja nicht gerade aus. Dass ihr Freund sich hier in den vergangenen Tagen mit einer anderen Frau vergnügt haben könnte, kann sich Mara eigentlich nicht vorstellen. Für die 27-Jährige ist Finn ihr Traummann, von dem sie sich gemeinsame Kinder wünscht. Im Haus seiner verreisten Eltern bemerkt die Polizei jedoch etwas, das Maras gewecktes Misstrauen befeuert. Ah, raucht ihr Freund? Nein, er raucht nicht. Das sind ja ein paar, ne? Das sind ein paar. Er raucht nicht? Nein, er hat... Und die Eltern auch nicht, oder? Nein, wir sind seit einem Jahr zusammen. Er hat noch nie eine Zigarette angepackt und... Naja, das sieht aber zumindest schon mal nach Besuch aus. Womöglich. Längerfristigen Besuch. Womöglich raucht die Dame, ne? Wahrscheinlich, ja. Zigarette danach, Lass uns mal gucken hier ein bisschen. Ja. Gehen wir mal weiter.
Riecht hier überall schon so ein bisschen muffig, wie wenn hier schon länger nicht mehr gelüftet worden wäre oder irgendwas. Verstehe ich gar nicht. Ich versuche, meinen Freund auch die ganze Zeit zu erreichen. Ja. Ich habe 100-mal versucht, Finn zu erreichen, aber er ging einfach nicht dran. Er wollte im Haus sein und lernen. Ich verstehe das alles nicht. Hatte er wirklich Angst, dass ich ihn im Flagranti erwische? Hat er sich etwa versteckt vor mir? Wissen Sie, was mir gerade auffällt? Nein. Hier stand immer eine Maske. Was für eine Maske? Ja, eine goldene, den hat seine Mama mal aus dem Urlaub mitgebracht. Hier? Boah, ja, boah. Genau richtig, die war relativ groß auch. Also das hier ist auch alles echtes Silber hier. Vielleicht ist auch doch jemand eingebrochen und hat, wenn die tatsächlich dann aus echtem Gold war. Dann hätte er alles abgeräumt, der hätte sich nicht mehr... Na gut, wenn sie hier die Tür reinkommen, muss es ja vielleicht schnell gehen. Ja, gut. Boah, lass ihn mal nach oben. Geh mal hoch, genau. Sie bleiben bitte wieder ein bisschen zurück. Die Polizei ist hier! Wenn jemand oben ist, kommen Sie mit der oben Händen raus! Sauerstoff ist dran. Sauerstoff ist dran, Sauerstoff läuft. Monitoring ist soweit wieder alles angeschlossen. Okay. Werte sind da. Okay. Sag mal, was ist denn hier eigentlich los in der Bude? Ist unverändert. Keine Ahnung. Wenn erst springt, fällt sie vom Dach? Der Freund ist weg? Was ist da los? So, und keiner hat jetzt Ahnung über diese Person. Niemand weiß ja jetzt, wer sie jetzt ist. Schon merkwürdig, ne? Personal hat sie auch nichts dabei. Also ich tippe ja, wenn die über das Dach abhauen, dann die eine Affäre. Was hier natürlich hier sofort ins Auge fiel, war doch die sehr erotische Unterwäsche der Patientin. Also das ist nichts, was man alltäglich trägt. Dann jetzt hier noch eine Frau, die ihren Freund sucht und dann die Dame in dem Aufzug. Also da spekuliert man natürlich, wenn man keinen Hintergrund kennt, doch war es hier ein Seitensprung, hat eine Affäre. Was ist hier jetzt tatsächlich passiert? Ich hoffe, die Polizei kann das entsprechend uns ein bisschen da Licht ins Dunkel bringen. Also ich verstehe Sie noch mal richtig, die junge Dame, dass die Person hier runtergefallen ist. Ja, genau, richtig. Ah, ja. Okay. Naja, vielleicht wollt ihr auch flüchten. Warum geht man hier über das Geländer drüber? Ne? Das ist ja alles ein bisschen komisch hier. So, lass mal weiter gucken. Ja, klar. Warte mal. Was ist das? Ist aber nicht von Ihrem Freund? Nein. Okay, wir schauen draußen am besten mal. Ich guck mal rein, ob ich es offen bekomme. Lass ihn mal rausgehen. Gesperrt ist es nicht. Und ich sehe hier gerade. Ja, spannend. Das ist eine Nachricht von der Tina. Sagt Ihnen der Name irgendetwas? Überhaupt nicht, nein. Geht darum, hey, heute war echt ein toller Tag. Jetzt wird's spannend. Na du, zeig mir doch mal deine Maske, von der du erzählt hast. Und dann sieht man hier auch ein Bild von der Maske. Ist sie das, die Maske? Ja, und das ist im Badezimmer. Ja, und das ist auch die Dame von draußen, ne? Richtig. Nur warum soll die, wenn sie eine Diebin ist, im Bademantel mit der Maske hier... Das ist keine Diebin jetzt für so, mich. So, und dann steht hier unten drunter noch... Mega cool, deine neue Maske. Bestimmt total teuer. Wie kannst du dir plötzlich sowas leisten? Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat. Okay. So, Freunde, wir schauen uns mal einfach mal weiter. Wir gucken mal weiter. Also ja. Eine Diebin oder ein Dieb würde ich jetzt mal ausschließen. Ja, ich auch fast, ja. Das Auffinden des Handys ließ für uns nur den Rückschluss zu, dass die Dame sich hier im Gebäude schon länger aufhalten musste und vor allen Dingen, dass sie wusste, wo die Maske war. Hier rein. Badezimmer, nix. Okay. Da liegt jemand. Oh. Riechst du das? Mach mal das Fenster auf, ich mach das andere Fenster auch mal auf. Finn lag da wie ein Haufen Elend auf dem Boden zwischen all den Pflanzen und konnte sich kaum bewegen. Und dann lag da noch dieser Rucksack mit den Klamotten da drin. Aber er sollte doch lernen die ganze Zeit für sein Examen. Finn! Hören Sie mich? Was ist hier los? Ich funk die Sandys an. Also, ganz kurz. Ganz ruhig bleiben. Hören Sie von der Polizei? Nee. Hat der RT gehört? Ja, ich bräuchte mal eine Person für euch, die abkömmlich ist. Wir haben hier eine männliche Person aufgefunden, die wohl augenscheinlich verletzt ist. Die Polizei kann sich noch nicht erklären, was mit Maras Freund passiert sein mag. Anscheinend war der 27-Jährige mit dem bei ihm gefundenen Rucksack einige Nächte unterwegs. Nach seiner Rückkehr muss er sich aus irgendeinem Grund sofort um die Pflanzen seiner Eltern gekümmert haben. Hallo! Was ist hier für eine Luft drin? Das riecht hier extrem. Es war hier eben noch viel schlimmer, als wir reingekommen sind. Wir haben die Fenster jetzt mal ein bisschen aufgehört. Hallo, hören Sie mich? Kurz ziemlich schnell unterwegs. Das ist aber nicht gut, das war. Also wie habt ihr jetzt vorgefunden? Wir sind reingekommen und er lag hier so auf dem Boden. Und wir haben einen ganz starken Geruch wahrgenommen. Wir haben da gleich die Fenster aufgemacht. Richtig muffig. Die Fenster haben wir gleich geöffnet. Okay. Also ich bin jetzt kein Botaniker, aber die ganzen Pflanzen hier stehen unter Wasser. Komplett.
Ja, ich kann immer ein bisschen zu sagen. Ja, ja, klar, natürlich, selbstverständlich. Sag mal, also so eine Reaktion, wie er jetzt hat, das hatte er nur einmal, wo er Nüsse gegessen hat. Nüsse? Nüsse? Ja, da ist ihm auch. Ist er allergisch gegen Nüsse? Ja, extrem. Aber guck mal, er fasst sich auch an den Hals, er hat überall Quaddeln, die Lunge ist auch nicht sauber. Die Freundin unseres Patienten hat ja dann gesagt, er hätte schon mal so reagiert nach dem Verzehr von Nüssen. Das ist natürlich relativ häufig der Fall. So eine Nussallergie ist nicht selten. Und dementsprechend hat es unseren Anfangsverdacht in dem Moment nur bestätigt. Und wir haben halt in dem Moment die Behandlung auf die allergische Reaktion gelegt. Die Ärztin verabreicht ein Medikament, durch das es dem jungen Mann bald besser gehen sollte. Dabei kommt noch eine andere Vermutung auf, was seine allergische Reaktion ausgelöst haben könnte. Denn der Polizei ist bei den Pflanzen im Zimmer etwas Merkwürdiges aufgefallen. So, hier vorne habe ich auch noch mal eine Pflanze gefunden. Da sind ganz viele Schimmelanhaftungen auch dran. Ja. Womöglich. Ja, aber bitte nicht so nah am Eingang. Ja, klar. Nee, echt. Ja. Also. Das brauchen wir gar nicht, aber danke. Aber das sieht Finn gar nicht nah. Er hat den total grünen Daumen. Ja, Finn hat eigentlich einen total grünen Daumen. Auch in meiner Wohnung kümmert er sich immer super um meine Pflanzen. Aber der Schimmel ist sehr markant und kann da auch Auslöser sein. Das ist ja keine Seltenheit. Müssen wir gucken, dass wir ihn halbwegs stabil und hier rauskriegen, bevor er noch mehr von dem Scheiß einatmet. Also Zugang liegt, RTW ist auf dem Weg. Ja, relativ schnell war uns eigentlich klar, dass hier eventuell auch der Auslöser der Allergie in den Pflanzen, in der Erde der Pflanzen zu suchen war, weil alles war voller Schimmel, es hat wirklich ganz massiv gestunken. Wir haben zwar die allergische Reaktion behandelt, aber das nützt in der Regel nichts, wenn man demjenigen weiter diesen Allergen aussetzt. Dementsprechend haben wir uns dann halt, wo er einigermaßen wieder da und stabil war, entschlossen, ihn halt an die frische Luft zu bringen, um den Zustand nicht, den wir gerade verbessert hatten, wieder weiter zu gefährden. Während Maras Freund sich an der frischen Luft erholt, darf Hauptkommissar Simon Funke mit der vom Dach gestürzten jungen Frau im Rettungswagen kurz sprechen. Der Polizist will ergründen, wer die Unbekannte überhaupt ist und was zu ihrem Unfall und dem Verschwinden der wertvollen Maske geführt haben mag. Mein Name ist Sophie Jürgens. Frau Jürgens, wie ist denn hier zu dem Unfall gekommen? Ich wollte ein Foto machen für die Freundin mit der Maske. Mit ihrem Handy, ne? Richtig. Ja, hast du die ja mal gefunden, okay. Und dabei ist mir die Maske am Fenster aus dem Dach gefallen. Okay. Und ich wollte sie aufheben, aber ich bin da runtergefallen. Und weil ich mich erschreckt habe vor dem Mädchen, vor der Frau, die da war. Ja, das hat sie uns erzählt. Und was mich jetzt noch interessieren würde, was haben Sie denn hier gemacht? Haben Sie eine Affäre mit dem Film oder was ist denn da los? Simon, also sie ist wirklich in einem kritischen Zustand. Ich will einfach vorschlagen, ich muss mich noch ein bisschen weiter um sie kümmern. Kein Ding. Die Werte, wie gesagt, hier, man hört wir machen die Befragung später. Genau, wäre perfekt. Kein Ding. Na gut, alles gut, kein Problem. Super. Gute Besserung, ne? Für uns waren jetzt zwei Sachen sehr wichtig. Wo war die Maske und vor allen Dingen, in welcher Beziehung stand Finn zu Frau Jürgens? Wie sieht's bei dir aus? Ich guck hier noch, die muss ja hier irgendwie. Ja, klar, womöglich. Also ich kann dir auch nur sagen, das Konnten Gleiche... Konnten Sie jetzt endlich mal was rausfinden? Sie ist sehr, sehr schwach. Das Einzige, was sie uns mitteilen konnte, ist das ganz langsam. Ist die Frau Jürgens, heißt sie? Jürgens? Ach, macht ihr nichts? Nein. Guck mal. Das ist die Maske, die entwendet worden ist aus dem Wohnzimmer, Ich bin jetzt kein Antiquitätenhändler, von daher kann ich nicht sagen, wie wertvoll die Maske war. Aber trotz allem werden die Eltern von Finn wohl sehr glücklich sein, dass mein Kollege die Maske aufgefunden hat. Glücklicherweise klarte dann auch Finn auf und da wollten nicht nur wir wissen, was denn jetzt hier überhaupt Masse war. Wer ist dieses Mädchen und woher kommt sie auf einmal? Schatz, bitte, das ist meine Cousine. Deine Cousine? Ja, Sophie, meine Cousine. Ich war hier, um die Blumen zu gießen. Blumen zu gießen? Ja. Hm. Und warum hast du nicht mich gefragt? Ich bin deine Freundin, wir sind seit einem Jahr zusammen. Ja, Schatz, ich war noch unterwegs. Aber ich konnte es dir nicht sagen, es ist mir unangenehm. Was ist dir unangenehm? Ich hab mich mal früher sterilisieren lassen. Und das wollte ich jetzt rückgängig machen lassen. Ja, ich hatte nie vor, Kinder zu bekommen, aber mit dir ist halt alles anders. Ich liebe dich und wir wollten ja Kinder haben. Was für uns jetzt natürlich auch interessant wäre, Sie sind jetzt hier nach Hause gekommen, das heißt, Sie sind sich gar nicht begegnet, oder was war jetzt hier genau los? Ich verstehe es immer noch nicht so ganz. Nee, ich hab nur die Dusche gehört und dann hat es überall in der Bude nach Blumen gestunken und voll verschimmelt. Es stellte sich heraus, dass Finns Cousine die Pflanzen im Haus überwässert hatte und der dadurch entstandene Schimmel Finns allergische Reaktion auslöste. Der Student war zuvor mehrere Tage in einer Klinik gewesen. Dort wurde bei ihm eine Sterilisation rückgängig gemacht, die er vor einigen Jahren durchführen ließ, weil er damals aus Angst vor der Verantwortung keine eigenen Kinder wollte.
Finn und seine Cousine, die bei ihrem Sturz mehrere Knochenbrüche erlitt, haben sich zum Glück wieder erholt.